Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Crisis Core. Wir befinden uns wieder im Kampf gegen Genesis, den wir beim letzten Mal verloren haben. Und ja, weil ich einfach nicht aufgepasst habe, dass ich meine Phönixfeder verloren hatte im ersten Kampf. Das ist mir dann wieder eingefallen, nachdem ich dann gegen ihn gekämpft habe. Ich bin dann einmal gestorben, als mein Ball weg war und ich zu viele Zauber abbekommen habe. Das hätte ich dann einfach mal wieder nachholen sollen. Weil das ist der letzte Kampf. Man hat es ja schon angeteased, dass es danach kein Zurück mehr gibt. Insofern hätte ich auch einfach dem mal Folge leisten sollen. Genesis alles entgegenwerfen, was ich habe. Ich muss aber sagen, die Wirbelattacke hat wahre Wunder gewirkt bei dem anderen Kampf. Also er kam bei weitem nicht mehr zu so viel wie beim vorherigen Kampf. Das war echt gut, das Ding. Aber dann musste man zwar doch noch aufpassen, wenn die Viecher vor allem auch nachgespawnt sind, aber prinzipiell, wenn man es gut erwischt hat und die wirklich nah dran waren an Genesis oder an dem Schwert in dem Moment, dann hat man die relativ schnell wegbekommen damit. So. Ich glaube, jetzt sind meine Barrieren weggegangen, oder? Nee. Die sind noch da, irgendwas anderes ist weggegangen. Okay. Oder? Ja. Meine Barrieren sind noch da. Sein Crit ist ganz schön stark, ey. Macht ja auch mit Ball 2000 Schaden. Das ist seine stärkste Attacke eigentlich. Vom puren Schadensoutput her. Okay, jetzt ist mein Ball weg. Ich habe aber genug Zeit, ihn wieder drauf zu machen. Wunderbar. Au. Okay, das Magie-Schwert tut auch noch ganz schön weh. Wenn ich da rein theoretisch alles trifft von dem Magie-Schwert, dann macht das auch mehr Schaden als der Trip sogar. So, wie viel hast du? Das ist die Frage. Zieh mir nur doch ein ganz schönes Stückchen ab immer zu. Jetzt treffen wir auch immer wieder kritisch. Das macht dann 9000 Schaden. Ich muss jetzt nicht wirklich sonderlich oft abbrechen, meine Angriffe. Da haben wir ihn. Okay. Ich wusste, dass der Kampf nicht schwer ist. Genesis ist im Allgemeinen. Man muss einfach nur auf den Hard Mode aufpassen, weil man halt mega viel Schaden frisst. So, und hier kommt eine ganz interessante Sequenz. Genesis und der Lebensstrom. Ich bin mir bis heute nicht genau sicher, was das symbolisiert. Stand Genesis hier in diesem Moment kurz vor dem Tod und wurde von der Göttin des Lebensstromes? Wurde es ihm verneint zu sterben in diesem Moment? Oder was war das? Warum hat die Göttin ihn mit so einem Blick angesehen und dann weggeschaut? Genesis war ein bisschen, weiß nicht, enttäuscht oder überrascht in dem Moment?
Ach ja, was man noch sagen kann, sie ist Minerva, die Göttin des Lebensstromes, soweit ich das mitbekommen habe. Die Wächterin des Lebensstromes, könnte man sagen. Allerdings ist sie bisher auch nur in Crisis Core aufgetaucht, also ich habe keine Ahnung, ob sie noch eine Bedeutung haben wird oder allgemein eine andere Bedeutung hat. Denn bisher, wie gesagt, nur in Crisis Core aufgetaucht. So, und da haben wir alle drei zusammen die Enchiri-Replik. Shinra attacked us. Save your strength. I got some help from him over there. Und das Ding aus der Kirche. It's you. Director! Sowohl das als auch der Direktor sind dabei gestorben, als Shinra attackiert hat. Somit sind die letzten Repliken von Jill Geschichte. Thank you. Okay, let's eat. Sorry, I'm not the real thing, but is it good? Yeah. The gift of the goddess. This apple? And you. The dream came true. Welcher Traum? Und Lazar geht den Lebensstrom über. Für die letzte Replik. Aber Genesis lebt auf jeden Fall noch, wie man gesehen hat. Also, das würde eben die Theorie, die ich vorhin ausgedrückt habe, bestätigen. I wish I knew where you were. It's already been 4 years now. This is the 89th letter that I've sent to you. But I don't even know where to send them anymore. I really hope that this final letter that I'm writing gets to you. By the way, the flowers are selling very well. They make everyone so happy. Thanks to you, Zach. Aaron. 4 Jahre. 4 years. What do you mean, final? 4 Jahre sind vergangen durch diese Experimente. Das ist das erste Mal, dass man das mitbekommt. Aerith, wait for me. You're gonna make it too. You got that? Ich
weiß jetzt nicht, ob das an Genesis oder an Cloud gerichtet war. Aber fakt ist, Genesis lebt noch, er lässt ihn jetzt da halt sitzen. Bisschen merkwürdig, aber okay. Aber ja, wir wollen zurück nach Midgar, wir wollen zu Aerith. This must be an important matter if they are sending the two of us. Apparently the subject will become our brother. Is that so? Shinra. But will he accept his fate willingly? Und jetzt kann man ganz kurz was sehen. Oben, ganz oben, weiße Haare. Zwei in Soldatuniform mit weißen Haaren. Und diese Stimmen kann man später mal wieder hören, und zwar in Dirge of Sybaris. Denn diese Charaktere gehören dazu. Even if the morrow is barren of promises, nothing shall forestall my return. Und der letzte Akt fehlt. This. To become the dew that quenches the land, to spare the sands, the seas, the skies, I offer thee this silent sacrifice. Der letzte Akt von Loveless. Was passiert einfach gerade so viel? The army's mobilizing. Find the targets before they do. Understood. The army won't be a settle. I want them alive. You hear me? You're going to save Zack's life. Of course. I haven't even told him my real name. Help them, Cisne. I have letters for Zack. 88 of them. Song hat die ganzen Briefe. Und sie wollen Zack retten. I'm just kidding. Wer Final Fantasy gesehen hat, Final Fantasy 7, weiß genau, was diese Szene ist. We're friends, right? Die Szene, die man in der Shinra-Villa sehen konnte. Wo Zack. Klaus gesprochen hat und Söldner werden wollte. There's no way we're gonna find two needles in a haystack this size. There's no mission that's impossible for the Turks, yeah. Also, Sung apparently has something to give him. Who? The target? So we're couriers now. Delivering packages to fugitives, huh? Reno, Rude, status. We got nothing. You? Likewise. I'm heading to point 235. You two take point 120. Roger. All right, let's get going. Ich will nicht. Er streckt die Hand aus nach Zack. Das erste Mal, dass sich Cloud wieder bewegt.
Und da ist sie, die Shinra-Armee. Sie haben Zack gefunden vor den Turks. Boy, oh boy. The price of freedom is steep. Der Track, der Name von dem Track, der gleich kommt. The Price of Freedom. Embrace your dreams. And whatever happens, protect your honor. As soldier! Come and get it! Activating combat mode. The Price of Freedom. Oh. Wir spielen einen riesigen Kampf. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Da hinten kommen immer mal Raketen angeflogen. Die sind ziemlich heftig. Gut, dass ich die Wirbelattacke gerade drin habe. Die passt hier gerade wunderbar. Seismos ist auch eine ganz tolle Substanz hier für den Kampf. Okay, eine Fahrzeugmodulation. Ready to go. I understand now. Where is Antigo? Be alert. This is my job. Already happened. Lies within each We'll meet person. Again soon. Yes. So get away safe. Zack, I gotta go. Man merkt schon, das ist nicht ganz so wie normal. Sephiroth, Sisney und Song. Und es wird weiß. Sobald man unter einen gewissen TP-Anzahlpunkt kommt, kommen diese BBW-Anzeigen in diesem Kampf. Man kann ja wirklich lange, lange kämpfen. Das Interessante allerdings ist, man kann zwar sehr, sehr lange hier kämpfen, aber man kann eigentlich nicht Game Over gehen mehr. Man kann den Kampf aber, weil es relativ simpel ist, eigentlich den auszuweichen. Sich zwischendurch auch mal wieder zu heilen und alles. Vor allem, wenn man später wirklich sehr, sehr stark ist. Und von mir aus sowas wie Autoregener oder so drin hat. Dann kann man hier wirklich unendlich lange kämpfen. Denn dieser Kampf hat kein Ende in dem Sinne. Also ihr seht schon, ich kann jetzt hier wirklich sehr, sehr viel machen. Immer wieder den Raketen ausweichen. Welches das Einzige sind, was noch gut Schaden macht. Aber irgendwann ist es vorbei. Und genau deswegen lasse ich mich jetzt treffen von Sachen. Habe nur noch eine TP. Hold on. Dieses Hold on, das erwischt mich jedes Mal. Das baut alles auf Erinnerungen auf. Diese ganze DBW-Leiste, das ganze Spiel über baut auf den Erinnerungen auf. Man erlebt nochmal alles. Es fleckt alles out währenddessen. Damit endet der Kampf. Man sieht schon Zack komplett durchlöchert teilweise. Aber er hat fast die gesamte Armee besiegt. Und hier kommen wir bei einem Kampf gegen diese drei Typen. Sobald man stirbt, im Endeffekt, ist es vorbei. Man kann sich nur noch ganz wenig umher bewegen. Man kann wirklich nur noch leicht auf sie einschlagen. Man kann aber Zauber und sowas noch machen.
Dadurch kann man relativ gut Schaden noch machen, also im Gegensatz zu den Kombos. Aber man sieht schon, es hat nichts mehr zu bedeuten. Und irgendwann endet es einfach. Genau jetzt. Ab diesem Punkt kann man nichts mehr verhindern. Ein bisschen glücklich geblieben. Hello. Don't worry. That's right. Wanna hear? But work's not scary at all. Will I see you again? I'll be here. Fuck, ich kann schon wieder nicht. Der Riff ist mit dem Planeten verbunden. Sie bekommt es mit. Aber noch lebt er. Schaut, droppt sich zu ihm hin. Sie haben ihn liegen lassen, weil sie gedacht haben, naja, der hat eh eine Makrovergiftung, der wird es nicht mehr lange machen. Haben sie Cloud dann liegen lassen? For the both of us. Both of us. That's right. You're gonna. Live. You'll be my living legacy. Ich bin schon wieder am Heulen. My honor. My dreams. They're yours now. I'm your living legacy. Das Ende von Sekfeier.
Und ich muss hier eine Pause machen. Ich weiß nämlich genau, was jetzt passiert. Wenn ich das jetzt normal weiter aufnehme, ist es wie bei meinem The World Ends With You Let's Play, dass das dann am Ende ganz merkwürdig kaputt gemacht wird. Vom Ton her. Deswegen werde ich jetzt einen kurzen Cut machen, den Ton ausstellen für das Spiel. Und ich rate euch, wenn ihr irgendwo das Lied findet von Ayaka Y, dann lasst es jetzt hier abspielen. Denn es passt wunderbar. So, die Musik ist aus. Wir sehen nochmal Cloud, wie er sich an Zack erinnert. Und wie gesagt, lasst das Lied im Hintergrund abspielen. Ansonsten seht ihr jetzt hier nur noch nichts im Endeffekt. Oder ihr hört nichts und das wird dem nicht gerecht. Man sieht jetzt kurz nochmal den Lautsprecher und sowas, weil es kommt nochmal was. Embrace your dreams. If you want to be a hero, you need to have dreams. Thank you. I won't forget. Und das ist erst recht traurig, weil er vergisst es. Er vergisst es komplett. Ich hoffe, wegen dem kleinen Stück jetzt wird es nicht irgendwie dann trotzdem gemacht, aber oh Gott. Es gibt genug Videos von dem Ende. Es ist wahrscheinlich wirklich besser. Ihr schaut es euch woanders an. Cloud begibt sich auf. Geht nach Midgar. Wo er dann zusammenbricht und von Tifa gefunden wird. She said that the sky frightened her. Bitte lass mein Video nicht that wegen sowas so zum Arsch. Die Stelle möchte ich auf jeden Fall noch drinnen haben. Those wings. I want them too. It feels good. If you see Aerith, say hi for me. Was nicht passieren kann. Would you say I became a hero? Auf jeden Fall, Zack. Ich kann gerade gar nicht sprechen. Ich habe das Spiel schon so oft gespielt. Aber es ist wirklich jedes Mal so. Ich kann mir das Ende zwar auch angucken ohne zu weinen, aber vor allem, wenn ich das Spiel selber gespielt habe, kurz vorher wieder, und das dann sehe, und eben auch dran denke, was ist da los ist, Cloud wird alles vergessen, Zack
Geräte Vergangenheit, man kann seinen Eltern nicht Bescheid geben. Oh Mann. Ich versuche mich gerade noch irgendwie zu sammeln. Ich höre mal kurz hin, ob das Lied noch spielt. Nein, spielt's nicht gut. Ich hoffe, dass das hier in Ordnung ist. Im Endeffekt für YouTube, dass ich jetzt hier nicht deswegen jetzt nochmal das alles im Endeffekt der ganze Sound gejumbled wird. Oh Mann. Okay, ich glaube, ich habe mich langsam wieder so ein bisschen. Zack hat das Leben von Cloud gerettet. Er hat Genesis im Endeffekt gerettet. Er hat teilweise die Welt gerettet. Ich weiß ja nicht genau, was Genesis vorhatte. Und es wird sich niemand an Zack erinnern. Und er war echt ein ganz toller Charakter, in meinen Augen. Er wollte immer nur ein Held werden. Und das Spiel endet dann mit seinen letzten Worten. Do you think I become a hero? Oh Mann. Die Turks haben die beiden nicht gefunden. Sisney hat dann daraufhin die Turks verlassen. Man hat sie nie wieder gesehen, bisher in keinem der Spiele. Man weiß nicht, was mit ihr passiert ist, wo sie hin ist oder was auch immer sie getan hat. Sie ist nicht irgendwie bei 6 Eltern oder irgendwas. Sie hatte sie noch nicht gesagt. Sie hat ihnen die Nachricht nicht überbracht. Sie ist einfach von den Turks weg. Woraufhin Elena dann zu den Turks gegangen ist. Und man erfährt bis heute noch nicht, wo Sisney hin ist. Und bis heute kann man den Eltern von Zack nicht Bescheid geben. Also die wissen es wahrscheinlich immer noch nicht, dass Zack damals gestorben ist. Aber das Leben von Cloud gerettet hat. Zack ist definitiv einer dieser Charaktere, wo ich wünschte, man hätte irgendwie die Möglichkeit, ihn zu retten. Ich muss selber zugeben, der Tod von Aerith hat mich damals nicht so mitgenommen. Ich weiß nicht warum, aber den kann ich irgendwie komplett verkraften, aber den Tod hier von Zack, das ist wirklich einer der für mich schlimmsten Tode überhaupt. Mit dem ganzen Drum dran, Aerith wird halt wenigstens nicht vergessen, es trauern alle um sie. Und man hat eben die Möglichkeit, damit dann umzugehen. Zack stirbt in diesem Moment. Und Cloud verspricht, niemals zu vergessen, dass er die Living Legacy ist, also das lebende Vermächtnis von Zack. Geht nach Midgar, bricht zusammen, hat Nachwirkungen dieser Narco-Vergiftung. Und sein gesamtes Gedächtnis wird total durcheinander gebracht, weil er in diesem Moment so einen starken Gedanken an Zack hatte. Der übernimmt dann sozusagen dessen Persönlichkeit und vergisst Zack komplett. Dann kommt die ganze Sache, dass er dann zu einer halben Marionette wird und sich beeinflussen lässt von Genova. Und erst als er dann sich wieder erinnern kann, wer Zack gewesen ist, kann er dem Endeffekt hinaufkommen. In Advent Children dann, in dem Film, kämpft er damit, mit Schuldgefühlen. Aber ich weiß nicht, es kommt dann nicht so toll rüber und im Nachhinein wird dann Zack halt viel zu wenig geehrt. Also wie gesagt, Cloud steckt dann das Meisterschwert, das Wassersword da oben in dem Felsen zum Andenken an Zack. Und am Ende sieht man, wie Aerith und Zack zusammen weggehen im Endeffekt. Aber oh Mann. Zack ist definitiv kein Charakter, der es verdient hätte zu sterben. Hätten Zack und Sisney das in dem Moment irgendwie beredet, wäre Zack zusammen mit Cloud irgendwie in den Hubschrauber eingestiegen, weil Sisney muss ja da mit einem Hubschrauber oder irgendwas da gewesen sein. Wäre er mit ihr mitgegangen und wäre halt zu den Toys gegangen, vielleicht hätten die dann irgendwas regeln können.
Ende haben die Turks nach ihm gesucht und haben gesagt, wir wollen sie lebend. Und das hätte man bestimmt auch anders noch regeln können. Aber dazu ist es dann nicht gekommen. Stattdessen darf man einen endlosen Kampf machen, an dem man wirklich versuchen kann, lange zu kämpfen. Und das habe ich gemacht. Ich habe, als ich dann das New Game Plus und alles hatte und mega gute Materie und Ausrüstung hatte, man hat dann teilweise 99.999 HP, weil man kann das alles über das Maximum steigern, was ich euch noch zeigen werde, wenn ich dann die Missionen gemacht habe. Und man kriegt dann wirklich so gut wie gar keinen Schaden mehr. Man kann einem ausweichen. Man killt da Tausende und Hunderttausende von Leuten, weil man einfach die ganze Zeit auch Seismos oder irgendwas spammen kann und die einfach umfallen, wie die fliegen. Aber es hilft halt alles nichts. Und auch die letzten drei Charaktergegner kann man nicht töten. Man kann da wirklich die besten Sachen einsetzen, um denen auch dann eben diesen 99.999 Schaden zu machen mit jedem Schlag durch den Wirbelangriff alleine. Es hilft nichts. Man kann diese nicht besiegen. Man kann die ganze Zeit dreimal Vollgas spammen. Das ist einer der schnellsten Angriffe, denke ich mal. Es hilft nichts. Man kann die drei nicht besiegen. Man kann nicht mal einen von denen erledigen oder irgendwas. Die haben keine HP. Die haben einfach unendlich HP. Man kann es dann in dem Punkt nicht mehr verhindern. Man kann wirklich so lange kämpfen, wie man will in dem ersten Kampf und versuchen alles versuchen und es so lange hinauszögern, wie man will. Wie gesagt, mit Regener und gutem Timing kann man den Kampf wirklich endlos gestalten. Aber es hilft halt alles nichts dann in dem Moment. Genesis lebt noch. Vielleicht werde ich irgendwann noch Dirge of Cerberus machen, um das dann noch hier weiterzumachen. Im Endeffekt die Final Fantasy 7 Geschichte, um das auch noch zu zeigen. Den Film kann ich natürlich nicht zeigen, den müsst ihr euch selber angucken. Vielleicht sogar die Bücher lesen, On a Way to a Smile, welche die Geschichte zwischen Final Fantasy 7 und dem Film erzählen. Und ja, Dirge of Cerberus, der momentan letzte Teil der Geschichte, den werde ich vielleicht doch nochmal spielen, auch wenn das nicht wirklich so... Wenn es mir spielerisch nicht so gefallen hat, im Endeffekt. Weil es ist halt was ganz anderes. Aber ich habe jetzt die Möglichkeit, auch PS2-Spiele aufzunehmen. Deswegen ist das definitiv auch auf meiner Liste. Dort gibt es ein Secret-Ending, wo man nochmal Genesis sieht. Wie gesagt, die zwei Charaktere, die Genesis mitgenommen haben, tauchen darin auf. Und es ist definitiv auch die Bestätigung, dass das Universum, die Geschichte von Final Fantasy VII, immer noch nicht zu Ende ist. Es ist immer noch ein offenes Ende. Und ich hoffe einfach, dass wir das noch erleben werden, dass das irgendwann komplettiert wird. Weil die Compilation of Final Fantasy VII, die fehlt halt noch. Und ja, die technische Demo für PS3, welche jetzt kommen wird, war damals auch das, was nochmal alles, dieses Remake für Final Fantasy VII nochmal richtig getriggert hat. Denn, ja, jetzt kommt nochmal eine kleine Sequenz mit der technischen Demo für die PS3.
My name is Cloud. Soldier. First class. So, und während dieser technischen Demo habe ich mich stumm geschaltet und habe vergessen, das dann wieder umzustellen. Während ich ja alles über alles philosophiert habe noch und mich auch schon verabschiedet habe und alles drum und dran. Deswegen muss ich das jetzt nochmal nachholen. Inzwischen schon ein bisschen gesammelter natürlich. Und ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt schon gesagt habe und wann nicht und zu welchem Zeitpunkt. Auf jeden Fall. Damit ende ich dieses Projekt. Man kann jetzt den Hard-Modus anfangen. Oder beziehungsweise man kann jetzt nochmal neu anfangen. Man nimmt dann seine ganze Ausrüstung und Materia mit. Beim Level bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das Level übernommen wird. Ich glaube aber auch. Dann hat man halt die Möglichkeit, die Mission nochmal neu durchzumachen. Weil wie gesagt, man hat jetzt wirklich Probleme damit, die Mission zu machen. Wenn man das direkt im ersten Playthrough machen will. Man kann es aber schaffen. Natürlich. Und ja, ich werde mich jetzt auch dran machen, die ganzen Missionen nachzuholen. Und werde dann auch euch das noch zeigen, was man alles so für Materie noch bekommen kann, weil es gibt wirklich ein paar richtig coole Materie und vor allem richtig gute Ausrüstung. Ich habe ja im letzten Kampf schon angegriffen, dass man alles über das Limit hinaustreiben kann. Wir haben jetzt 9999 HP. Man kann das auf 99.999 hochsetzen. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon eine Ausrüstung zumindest habe. Ich glaube aber nicht. Tatsächlich. Setzt das AP-Maximum auf 9999. Normalerweise auch nur 999, aber man kann es sogar hochsetzen. Und ja, das gibt's für alles. Und damit kann man seine TP-Werte wirklich ins Unermessliche steigen. Zusammen dann natürlich mit den 200% und was weiß ich, was man da hat. Wird es um einiges höher. So, warum ich jetzt hier die Sprengklinge statt der Wirbelattacke habe, weil ich halt den Spielstand vorher geladen habe, natürlich. Ich werde mich jetzt um die Mission kümmern. Das Video für euch wird wahrscheinlich um einiges später rauskommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Projekt. Es nimmt mich jedes Mal wieder mit, diese Geschichte mit Cloud und Zack. Zack ist im Endeffekt in meinen Augen definitiv ein Held. Und ich bitte euch, schaut euch das Ending nochmal an. Woanders. Ich hoffe, dass aufgrund dessen, dass ich an ein paar Stellen nicht gemutet habe, nicht dann trotzdem von YouTube irgendwas kommt, ey, hier, Ayaka, hier, das Video darfst du nicht machen, oder was weiß ich. Schaut euch das Video an, es gibt genug auf YouTube davon, die keine Strikes bekommen, was weiß ich. Deswegen, schaut es euch an, es ist definitiv wert. Es bringt nochmal so ein ganzes viel dazu. Wir sehen uns beim nächsten Projekt. Es wird erstmal ein Stand-in-Projekt kommen, welches schon vollkommen aufgenommen ist. Das heißt, ein Projekt, an dem ich nicht direkt mitarbeite in diesem Moment. Weil ich mache es ja normalerweise immer so, dass ich die Projekte, während ich sie aufnehme, auch schon hochlade und sowas. Das ist jetzt aber komplett schon abgedreht, wenn das beginnt. Und ich werde mir auch in nächster Zeit noch Gedanken machen, was ich denn als nächstes noch dazu mache. Und dann werden parallel drei Projekte laufen. Das habe ich ja schon mal so gesagt in dem Ankündigungsvideo. Und sobald ich dann ein Projekt habe, was ich da als Stand-in machen kann, werde ich das dann tun. Es kann allerdings eine Weile dauern, weil ich hier in meiner Wohnung noch nicht alles eingerichtet habe. Ich habe hier noch nicht alles. Ich habe meine PS2, PS3 noch nicht hier. Ich habe die ganzen Spiele noch nicht hier. Und deswegen wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass jetzt erstmal diese zwei Projekte laufen. Digimon und eben dieses Stand-in-Projekt. Bis ich dann mal wieder nach Hause komme, nach Thüringen und dann den ganzen Rest mitnehmen kann. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Wir sehen uns. Bis dann. Entschuldigung, dass ich so eine Heususe bin.